Als Reaktion auf den Terror in der Welt, der durch den Anschlag in Paris auf die Redaktion von Charlie Hebdo Aktualität erhielt, wollten die Menschen in der Region ein Zeichen der Solidarität setzen und in Koblenz gegen Rassismus und für Frieden, Pressefreiheit und das friedliche Zusammenleben der Religionen demonstrieren. Die Veranstaltung hatte das Bündnis 2015, bestehend aus islamischen, christlichen und politischen Organisationen und Vertretern der Stadtgremien, organisiert. Mit etwas Verspätung begann unter dem Motto Frieden, Miteinander, Füreinander auf dem Koblenzer Bahnhofsvorplatz, bei der unter anderem Bundestagsabgeordneter Detlef Pilger, Staatssekretär und Koblenzer SPD-Vorsitzender David Langner, Mitorganisator Muhammed Uzunoklu und Oberbürgermeister Dr. Joachim Hofmann-Göttig sprachen. Für die Demokratie bin ich hier. Ich habe die Bombenangriffe alles mitgemacht und heute freue ich mich, dass wir endlich kriegen. Dass jeder die Freiheit hat, seine Meinung, seine Überzeugung zu leben und wir uns einfach in Toleranz begegnen. Sowas sollte es in Zukunft auch weiterhin geben, dass es ein Zeichen für den Frieden, für die Pressefreiheit und gegen Rassismus ist. Obwohl wegen des Winterwetters statt der erwarteten 5000 Teilnehmer lediglich etwa 600 Bürger an der Demo teilnahmen, war Hauptorganisator Mahmoud Çolak mit der Durchführung sehr zufrieden. Çolak hatte 500 weiße Rosen besorgt, die von den Demo-Teilnehmern als Zeichen für Demokratie und Frieden und gegen Terror getragen wurden. Schweigend zogen die Teilnehmer des Friedensmarschs durch die Koblenzer Innenstadt in Richtung Pfuhlgasse, Karmeliter- und Castrop-Pfaffenstraße zum Deutschen Eck. Hier wurden die Rosen als besonderes Zeichen in den Rhein geworfen und danach zahlreiche Friedenstauben in Form von weißen Luftballons aufsteigen gelassen.